Martin Grau. Der amtierende deutsche Meister über 3000 Meter Hindernis hat auch 2016 viel vor. Der 24-Jährige vom LSC Höchstadt hat die Olympischen Spiele in seiner Disziplin im Visier. Max Haider. Das 18-jährige Judo-Talent aus Pödeldorf gewann 2015 Silber bei den deutschen U21-Meisterschaften. Außerdem wurde er deutscher Meister mit dem TSV Großhadern und in seinem ersten Jahr bei den Herren auch bayerischer Einzelmeister. Michael Meisel. Der BMX-Fahrer aus Kulmbach wurde zum dritten Mal in Folge zum besten Dirtbike-Fahrer Deutschlands gewählt. Und das, obwohl der 19-Jährige 2015 nach einem Kreuzbandriss ein halbes Jahr ausfiel.